Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir einen Blick in die Goodiebox aus dem Monat Mai schmeißen werfen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodiebox ist eine Box aus Dänemark. Wir haben 5 Beauty-Produkte hier drin enthalten, meistens aus den Bereichen Pflege, 70 Euro Mindestwert. Schubladendesign ist immer am Start. In letzter Zeit werden diese ganzen Restboxen offensichtlich auch ein bisschen verwertet, also die noch auf dem Lager haben, sodass wir hier auch eine kleine Wiederholung zu denen hatten, die wir schon mal hatten. Und es kursieren auch so ein paar Gerüchte über die Goodiebox im Internet. Keine Ahnung. Sobald ich irgendwas durch die Kooperation zum Beispiel herausfinden kann, lasse ich euch das super gerne sowohl hier bei YouTube als auch auf Instagram wissen. Hier bei YouTube könnt ihr mich super gerne abonnieren, würde ich mega feiern. Aber auch bei Instagram könnt ihr mir gerne folgen. Da heiße ich claudiswelt_. Ja, da poste ich immer wieder und da geht es halt auch tatsächlich ein bisschen schneller, tatsächlich aktuellen Content auch zu geben. Ich habe die selber im Abo und bekomme die Welcome Box halt immer zugeschickt, um sie euch vorzustellen. Die aktuelle kann ich dir mal hier oben im i verlinken. Da kannst du gerne auch mal vorbeischauen, falls du Bock auf die Box hast. Denn die erste Box, die man erhält als neuer Abonnent, ist tatsächlich nicht die Box, die es monatlich immer so gibt, sondern es ist die Welcome Box. Die hat erfahrungsgemäß immer einen etwas höheren Warenwert und etwas coolere Produkte enthalten. Also schau gerne in meinem sehr verwirrten Unboxing vorbei. Ich bin wirklich sehr gespannt, was wir jetzt hier auch im Mai drin finden werden. Denn in den letzten Monaten oder in den letzten Unboxings, was ich auch so gesehen habe von den letzten Monaten, haben sich viele Produkte immer wiederholt. Und ich fand das immer ziemlich cool, dass wir eben diese ganzen nordischen Marken durch die Goodiebox kennenlernen dürfen und da halt auch immer irgendwie was Neues gefunden haben. Zuallererst möchte ich aber einen Blick in das Heftchen werfen, denn dort ist immer so ein bisschen Herzenswärme auch mit dabei. Das finde ich immer sehr, sehr schön und das hat die Goodiebox auch immer so ein bisschen ausgezeichnet, sodass man da einfach nicht so eine 0815-Geschichte hatte. Sie haben ihre erste Box noch nicht erhalten, doch, habe ich hier gerade in meinen Händen. Manchmal ist das ein bisschen tricky hier mit dem Unboxing, weil das nervt mich jetzt leider, ne? Okay, dann lande ich die ganze Zeit hier bei meinen Mitgliedschaften. Das will ich ja gar nicht. Egal. Wir schauen einfach mal in die Box hinein. Der Klebi ist ein bisschen verrutscht, sodass das Seitenpapier quasi schon offen ist. Und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box. Und dann sehe ich schon ein Produkt. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der Box drin enthalten. Von Antonio Axu ist das eine Hair Mask. Super Glow Hair Glaze Treatment for All Skin Hair Types. Riecht auch sehr angenehm fruchtig, mag ich gerne leiden vom Duft her, aber wie gesagt, die hatten wir schon mal in der Box drin, 150 Milliliter und ich meine, dass ich die aber noch in meinem Backup drin habe. Finde ich sehr schön, weil ich mag gerne, wenn Schein durch sowas in meine Haare gegeben wird, also Glanz, weil das ist das, was ich gerne haben möchte. Ne? Also ich möchte entweder Volumen oder Glanz in meine Haare hineinbekommen und da ist es auf jeden Fall ein gutes Produkt, was mir sehr gut gefällt. Dann habe ich hier ein Produkt drin enthalten und zwar von Gosh. Ich glaube, das ist so eine Art BH Cosmetics, nur halt in Dänemark oder so. Soften Tinted Lip Balm. Lichtschutzfaktor 15, das ist immerhin was, aber viel zu wenig. In der Farbe 004 Vintage Rose, eine wirklich schöne Farbe. Das ist eine ganz, ganz hübsche Farbe. Das mag ich gerne leiden. Gucke ich mir mal den Applikator an. Okay, das mag ich leider nicht so gerne leiden. Klar, für unterwegs eine ganz schöne Geschichte, weil du das mal eben schnell drauf machen kannst. Aber es ist unhygienisch. Und wenn ich den nicht wirklich komplett von Anfang bis Ende verwende und aufbrauche, dann wird das sehr wahrscheinlich sehr schnell gammelig. Ne? Das ist schade. Echt schade. Dann habe ich hier einen Hand Sanitizer von Moshi Moshi Mine drin enthalten. Sowas mag ich nicht so gerne in Beautyboxen drin haben, einfach weil, können sie auch eine Klopapierrolle reinpacken, ganz einfach, ne? Deswegen, also das muss ich jetzt nicht unbedingt haben, das, nö, finde ich, feiere ich jetzt nicht so. Dann habe ich hier Shine Control Paper von Mikura drin enthalten mit grünem Tee. Das mattiert die Haut, das passt jetzt super zum Sommer oder zum Frühling halt viel mehr. Also die ein oder andere wird sich da safe drüber freuen und ich muss gestehen, dass ich seit der Schwangerschaftsgeschichte auch so ein bisschen an der Stirn das habe, dass ich sage, Mensch, so ab und an mal über den Tag ein bisschen abmattieren, also so ein Oil Control Paper ist gar nicht so verkehrt. Also das finde ich ganz cool, die werde ich jetzt auch mal verwenden und ausprobieren und euch dann im Aufgebraucht-Video was dazu erzählen, ne? Kann ich definitiv gerne machen. Und hier habe ich schon das letzte Produkt drin enthalten, Flanerie.
Das sagt mir jetzt so nichts, das kenne ich nicht. Das finde ich gut. Tibetan Poppy Rice Bran Retexturizing Mask. Schön, 45 ml sind hier drin enthalten. Das ist eine Gesichtsmaske. Und ich würde es dann auch einfach abends drauf machen oder morgens. Nee, Quatsch, morgens mache ich mir gerne Gesichtsmasken drauf beim Zähneputzen. Ja, hier steht halt, dass du das irgendwie über die Haut machen sollst, drauf lassen sollst und das wird dann eingezogen. Ich mag nicht so gerne Masken, die du halt, oder ich verwende Masken nicht so, dass ich die drauf lasse, sondern bei mir ist es so, dass ich die Maske halt drauf habe, sie wirken lasse und sie dann abwasche nach einer gewissen Zeit, ne? Und weil ansonsten, ich schmink mich halt, ne? Sonst krümelt mein Make-up, das verträgt sich oft halt einfach nicht so gut. Eigentlich für mich ist eine Crememaske oder generell eine Gesichtsmaske, eine Tuchmaske ein extra Step in meiner Hautroutine. Ja, genau. Jo, schön. Das ist jetzt einmal die Box gewesen. 1, 2, 3, 4, 5 Produkte. Es ist halt wirklich von allem was dabei. Für die Haare, fürs Gesicht, für die Hände, yay. Dekorative Kosmetik, also schon gut ausgewählt, ne? Von der Produktvielfalt her. Ich habe jetzt kein Wow-Produkt hier mit am Start, wobei ich die Maske ganz cool finde, sowohl die Haarmaske als auch die Gesichtsmaske. Wobei ich die Haarmaske ja schon habe. Aber ja, ansonsten, den Hand Sanitizer hätten sie sich sparen können. Ansonsten finde ich die Produkte ganz gut gewählt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr so den Inhalt der Box fandet. Und ja, irgendwer rastet hier aus, ja. Sobald Sommer ist und oder sobald Frühling ist und so ein bisschen die Sonne rauskommt, sind immer die Leute dann irgendwie, keine Ahnung, dass sie mit ihrem Moped durch die Gegend fahren oder Motorrad vielmehr, ne? Mhm. Muss sein. So, ihr Lieben, das ist es jetzt hier von mir gewesen und der Goodiebox aus dem Monat Mai. Schaut auf jeden Fall gerne in der Infobox vorbei, da habe ich dir auch auf jeden Fall verlinkt, die Welcome-Box, dass du dann einfach da mal schauen kannst, ne? Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!